Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Dinkem. Gott, schon wieder was Neues. Fletch mal wieder. Achso, das ist das Ding. Ja, nee, das ist aber das, was wir schon akzeptiert haben. Theodor, hast einen Green Beanie und möchtest das gegen irgendwas anderes tauschen. Ja, easy. Haben wir ja genug Klamotten. Wie wär's denn? Achso, wenn wir dann auch an den Klamottenschrank gehen. Wie wär's denn damit? Da sehe ich mich. So, Fletch. Let's chat. Nee, eigentlich wollte ich das gar nicht. Eigentlich wollte ich das Town sprechen. Ich bin noch keine Deed. Sag mal. Aber. Muss Clover jetzt nochmal herkommen? Das wäre halt hart anstrengend, ne? So, mit dir würde ich gerne chatten, weil du hattest einen Request. Ja, ich will total traden. Ja, nimm das hässliche Shirt dafür. Nee, fühle ich gar nicht. Schon nicht wirklich. Aber der Laden hat offen. Theoretisch. Shopclub. Ist 8.05 Uhr. Ist so spät aufgemacht. Unglaublich. So, gib mir einen Mindpass. Danke. Damn, dann fallen wir unter 400.000. Was sind das für eine Mysterious Box? Achso, das war die Schubkarre, ne? Ja, weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Was noch was wegsortieren? Achso, ich hätte die Fische halt locker mal verkaufen können, ne? So. Verkaufen. Und zwar das und das. Die Knochen können auch weg. Green Beanie kann auch weg. Ja, Rest bleibt genau da, wo es ist. Knapp 12.000. Da sage ich nicht nein. So, dann müssen wir auf jeden Fall, bevor wir gehen, nochmal die Tiere füttern. Die sonst nämlich elendig verhungern. Sag mal. Die fressen aber auch, ne? Ich hätte gern so ein automatisches Futtersystem, wo ich einfach so 40 Sack Futter reinpacken kann und dann ist gut. Hydraten? Jawohl, mach ich. Und dann gehen wir deeper underground. So, heute ohne Begrüßungskommando. Ich schlage auf was rum und es kommt nicht sofort eine Fledermaus an. Erstaunlich. Komm, da werde ich ja wohl durchpassen. Danke. Aha. Ich hasse Fledermäuse so sehr, ne? Glaube, ich nehme doch lieber den Speer. Da treffe ich die wenigstens, bevor sie mehr Schaden machen. Also manchmal zumindest. Na komm. Manchmal, wie gesagt. So, eigentlich müssten wir nur mal mehr Fackeln setzen, damit ich zurückfinde. Nee, eigentlich müssten wir nur
zumindest so einen Rubin hier rauskriegen. Das wäre halt schon total okay. Dann hätten wir zumindest das Geld von den beiden Mine Passes, die ich dann ausgegeben habe, wieder zusammen. Und da ist auch schon eine. Okay, Fledermaus hat mal wieder ihren Speedboost am Start. So, dann will ich vielleicht was essen. Ah, shit, jetzt habe ich außerdem das Prime Meat gegessen, das wollte ich gar nicht. Ah, egal, passt schon. Wir können es uns ja leisten. Dann ich das schon mal einfach fix zurück zum Aufzug bringen. Na komm schon. Was liegt denn hier noch rum? Ah, Batwings, okay. Wirklich. Mistviecher, ey. So, an der Trefferzone der Fledermäuse kann gern noch gearbeitet werden. Ich meine, es ist okay, dass hier unten Viecher sind, die nerven. Aber ich würde sie wenigstens gerne vernünftig treffen können. Ich würde hier gerade mal die Angel auswerfen, glaube ich. Ich sehe zwar nicht, ob da irgendwo was ist, aber... Sieht nicht unbedingt danach aus, ne? Fett. Captain Vierauge, vielen, vielen Dank für 23 Monate Sub. Wenn ich mich nicht völlig vertan habe, sind das fast 4 Jahre. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas angeln. Ich sehe halt auch einfach einen Scheiß. Also selbst mit den Fackeln am Ufer erkennt man dann halt nicht wahnsinnig viel mehr. So, da kommen wir noch durch. Dann machen wir das doch mal. Hier sind überall Gewässer, krass. Das ist Zinn. Das ist auch Zinn. Warum bin ich eigentlich so geizig mit den Fackeln? So, Kupfer nehmen wir auf jeden Fall mit. Und das da unten war, meine ich, noch Eisen. Jawollo. Dann müssen wir gleich mal die Spitzhacke wechseln, bevor die kaputt ist. Aber vorher dürfen wir uns mit so einem Vieh rumschlagen. Hurra! Und noch eine Fledermaus dazu, weil wir sonst keine Sorgen haben. Shit, ich brenne. Da vorne ist Wasser. Natürlich eher suboptimal. Okay, Fledermaus ist weg. Na dann. So, dann würde ich einmal die Pickaxe tauschen, bevor hier irgendwas grob kaputt geht. Ach, das Vieh hat auch schon wieder keinen Flamesack fallen lassen, ne? Bedauerlich. Da ist noch Kupfer.
Das ist Eisen. Das ist Zinn. Zinn ist mir wurscht. So, Fledermaus, kommst du her oder nicht? Nicht so. Okay, dann ciao. Was ist denn Ditte? Buttonboard. Also das hatten wir aber auch schon. Das ist einfach nur eine alte Tastatur, ne? Ach, Drecksfledermäuse, ne? Das ist immer noch Wahnvorstellung von der Trompete. Das war eine Posaune. Das ist ein wichtiger Unterschied. Auch getan. Was bist du? Zinn. Ist das alles Eisen? Ja, moin. In dem Fall kommen wir doch bestimmt gleich 8 Fledermäuse an, oder? Die erste habe ich gerade schon am Bildrand rumflattern sehen. Da kommt die zweite und die dritte. Die sind jetzt auch zu zweit. Spontane Zellteilung. So, weg damit. Oh, 2 Shiny Stones. Wird mir noch ein Rubin oder so gefallen lassen. Oh, was haben wir denn hier? Und vor allem, wie komme ich da rein? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Hallo, hab dich endlich mal erwischt. Ja, moin, willkommen im Stream. Ich weiß nicht, ob ich hier ohne Licht auf das Ding draufhauen möchte. So, komme ich da rein? Brauche ich hier jetzt schon einen Old Key? Brauche ich den in der Hand? Ah. Okay, Green Boards, White Paint, Copper Bar, eine Gitarre und Dünger. Okay, wir müssen irgendwas wegschmeißen. Also können wir auch einfach da reinlegen. 5 Steine brauche ich nicht. Glowing Mushrooms brauche ich nicht. Bright Wire würde ich im Zweifelsfall auch wegwerfen. Den Fertilizer nehme ich jetzt auch nur mit, weil wir einfach noch keinen haben. Mit der Gitarre bin ich gleich mal gespannt. Okay, mehr Fackeln. Ist das Eisen? Jawohl. Wir haben irgendwas erledigt. Ah, Locksmith, okay. Natürlich gibt es dafür eine Deed, einen Milestone. Aber verfolgt mich das jetzt wieder überall hin? Au. Oh. In deiner scheiß Sporenwolke. Unfassbar. Macht auch sowas nicht. Ich noch normales Fleisch. Das reicht völlig. Okay, der Zahn kann weg. Das kann wieder dahin. Wo ist mein Crocodile Meat hin? Da.
Ist da noch so ein Raum? Was ist denn das hier? Okay, das war hauptsächlich Unfug. Die Planks können wir da lassen, aber es war Erz drin. War okay, das hat voll nicht gelohnt. So, und jetzt habe ich keine Fackeln gesetzt und muss gucken, wo ich herkomme. Wir müssen auch langsam mal zurückgehen. Stündchen können wir noch. Wolltest dich nur bedanken. Ich bin schuld daran, dass du wieder mit Farm Together angefangen hast. Es macht aber auch Spaß. Also ja, viel Freude auf jeden Fall damit. Das tut mir nur bedingt leid. Gott, ich habe gerade dezente Flashbacks, wie ich halt einfach in stundenlanger Kleinarbeit dieses Riesenlabyrinth auf meiner Farm gebaut habe. Das hat auch einfach viel zu lange gedauert. So, 3 Tonnen Kupfer. Das ist ganz okay. Ich würde gerne noch irgendwie so einen Fancy Stone mitnehmen. Also noch einen Rubin oder sowas finden. Aber irgendwie geht hier nicht so viel. Ja, also eigentlich können wir das auch noch platt hauen, ne? Schon dabei sind. Machen wir mal. Oh nein. Hä? Ach, die Fledermaus in die Spitzhacke gerannt? Okay, cool. Können sie von mir aus gerne machen. Noch ein Secret Room finden wir, glaube ich, nicht, ne? Hier ganz gern kurz noch mal ein bisschen rumgucken, ob hier noch irgendwas Sinnvolles ist. Da ist noch Kupfer. Random Stein. Aber kein Rubin mehr. Oh Gott, ich habe sämtliche Fledermäuse der Höhle angelacht. Oh Gott, ich treffe nichts. Immer noch 4, okay, spannend. Wenn ich noch neue dazukommen. Okay, gib mir den Speer. Ey, jetzt. Oh Gott, das ist anstrengend. Da ist noch eine Fledermaus. Habe ich da Bock drauf? Weiß ich nicht. Eigentlich eher nicht so. Okay, ich glaube, noch einen Rubin können wir total vergessen. Ich mache jetzt noch die paar Sachen hier klein, die ich gerade noch gefunden habe, und dann ist auch gut. Vorausgesetzt, die Spitzhacke reicht dafür. Ist ja auch schon halb platt. Ganz schön spät und wir müssen noch ein ganz schönes Stück zurücklaufen. Also es geht alles, aber zu lange trödeln dürfen wir nicht. Das ist Zinn, oder? Ah, shit. Das hätte ich mir total schenken können. So, ja, ich weiß, da liegt noch ein Eisen. Nehme ich gleich mit. Keine Panik. Nur das Kupfer mitnehmen, bevor ich es vergesse. So, das Ding da. Alter. Leave me alone. Fledermäuse. Okay, das ist was Scheiß drauf. Ich nehme das Ding dann nicht mit. Kein Bock auf das Krokodil.
Die Spitzhacke ist gar nicht so schlecht gegen die Fledermäuse. Irgendwie treffe ich damit gefühlt am besten. Oh, wir müssen noch mal ein paar Bananen essen. Können wir uns... Ich weiß gar nicht, habe ich dafür die License? Hier noch was Cooles? Nicht so. Können wir uns mal die Kupfer... die Eisenspitzhacke machen bei Gelegenheit vielleicht? So, jetzt muss ich gucken, wo ich herkam. Daher, okay. Wait. Gott, die Map ist komisch gedreht. So, in Wirklichkeit daher. Okay. Na komm. Mistvieh. Alright, und dann hier rüber und dann... glaube ich, einfach hier in dem Raum lang gewackelt. Right. Was liegt da noch? Crocodile Tooth kann da gepflegt liegen bleiben. Wir könnten halt easy die ganzen Fackeln auch einfach wieder mitnehmen, anstatt sie hier unten zu lassen, ne? Also nicht, dass die Mangrove Sticks jetzt irgendwie selten wären. Kann man halt theoretisch mal machen, wenn man den trifft und die Zeit dafür hat. Ich glaube, das ist... Nee, das ist schon einfach total nicht nötig. Zinn oder Eisen? Zinn. Okay, warum ich die nicht getroffen habe, weiß ich nicht. Bin ein bisschen enttäuscht, dass wir nur einen Ruby gefunden haben, aber okay. Besser als nix. Ey, wie weit sind wir denn gelaufen? Ich glaube, zumindest haben wir dann einfach keine Sorgen mehr bezüglich Kupfer. Gleich mal gucken, wie viel wir gesammelt haben. Also 40 bestimmt, oder? Ich mal schätzen. Hey, finally. Dann lass uns nochmal kurz einfach so den näheren Umkreis hier absuchen. Wenn da irgendwas Spannendes liegt. Sieht nicht danach aus. Da ist noch ein bisschen Kupfer. Das ist jetzt nicht elementar wichtig. Bin eigentlich eher auf der Suche, ob hier noch irgendwo ein Rubin aufgetaucht ist, aber das ist einfach nicht der Fall. Von daher... gehen wir jetzt einfach vielleicht hier noch? Oder waren wir, ne? Da ist noch Eisen. Die Zeit habe ich jetzt noch. Zack. Und das hier auch noch. Dann können wir uns doch in Eisen auch einigermaßen suhlen, oder? Das hat, glaube ich, heute ganz gut gelohnt. Ich hoffe, der Rubin wiegt ein bisschen was. Zumindest ein bisschen Geld dabei rauskriegen morgen früh. Dann schauen wir mal. So, das Ding legen wir mal direkt vor den Shop, damit ich es nicht vergesse. Jo, 54 Kupfer, 53 Erz, also 53 Eisen meine ich. Nice.
Gitarre. Wie hält er denn die Gitarre? Klar, ich spiele meine Instrumente auch immer so. Klar. Ist die natürlichste Haltung. Funktioniert wunderbar. Okay, wir müssen dringend sortieren und einschmelzen. Die Gitarre packe ich einfach mal. Die kann hier mit rein. Nee, eigentlich soll die mit zu den Möbeln. Dann ist die hier schon richtig. Das Ei kann wieder heraus. Das muss gekocht werden. Das muss gekocht werden. Schau doch in seine Augen, dann passt das wieder. Ja, okay, fairer Punkt. Das können wir alles hier rüber schieben. Und dann geht auf jeden Fall die große Schmelze an den Start. Warte, ich hätte noch einen Ofen kaufen sollen. Mal in die Kupfer. Ah, wobei, wir haben ja jetzt das Windrad. Mal gucken. Es geht zumindest für Eisen dann schneller. Shiny Stones haben wir auch noch 5 Stück. Können wir da mal welche reinpacken? Das. Achso, das ist noch das Ei von vorhin. Okay, das geht ja jetzt tatsächlich relativ zügig. Das ist ganz nice. So, zwischenzeitlich nicht vergessen zu kochen. Leg das da rein. So. So. Und dann auf den Grill. Krass, wie viel schneller der Grill einfach ist. Auf dem Grill machen wir 2 Teile, bevor im Lagerfeuer halt 1 fertig ist. Also klar liegt es auch mit daran, dass die Windmühle oder das Windrad halt auf den Grill wirkt. Und nicht auf die Lagerfeuer. Trotzdem. Schon crazy. Wehe, du klaust hier irgendwas. Dann mach ich dich platt. Sehe dich genau. Ah, lauf bloß weg. Shiny Stone noch da rein. Gosh, das dauert halt alles voll ewig, ne? So, das dahin. Komm, gib mir noch einmal Kupfer. Kupfer, nicht Zinn. Ist doch nicht warm. Gut, dann reicht es halt nicht noch für einen Barren. Also könnten wir jetzt, aber scheiß drauf. Leute, ist es so schwer? Warum kann ich denn eigentlich von einem Stack kein einzelnes Item nehmen? So, da wollte ich doch gar nicht. Achso, da ist schon was drin. Aber da noch nicht. So, wir haben doch safe noch mehr zu kochen, oder? Nicht? Also wir könnten noch das eine Ei aufsammeln. Das wäre eine Möglichkeit. Lass mal gucken, ob wir unser Boot weiß streichen können. Können wir tatsächlich. Fantastisch. Morgen früh siehst du es bestimmt total hübsch. Ich bin fest davon überzeugt. Haben wir noch ein Ei auf den Grill? Wäre echt sonst nichts zu kochen? Na. Gut, nur noch eine Menge Kram einzuschmelzen. Na dann.
Wir brauchen mehr Öfen, auf jeden Fall. Und ich würde ganz ehrlich den Grill woanders hinpacken wollen, weil ich einfach nicht sehe, wann der Ofen fertig ist. Also beziehungsweise ob was davor liegt. Das sehe ich jetzt deutlich besser. Hauptsache es ist 22.30 Uhr in-game. Oh, du bist da oben total fertig. Nö, wie habe ich denn von da den Baum geerntet? Meinetwegen. Wie viel Eisenerz haben wir denn wohl drin liegen? 14, okay, das reicht. Dann würde ich hier die letzten beiden Barren tatsächlich auch noch machen wollen. Den brauchen wir dann eh zum Crafting. Die Bananen gehen wieder nach da unten. Die Kupferbarren müssen dann weg. So, das nochmal da reinholzen. Dann kann hier schon mal der Dünger hin. Wo habe ich denn wohl die Batwings? Habe ich die hier? Nein. Hier. Steine habe ich hier, okay. Dann geht das rüber. So, dann sind die ganzen Barren jetzt finally auch fertig. Da liegt noch Crocomeat, das nehmen wir auch mit. So, 25 Zinnbarren. 17 Kupfer, 19 Eisen, das ist doch ganz nice. Dann können wir morgen auf jeden Fall mal gucken, ob wir ein paar Werkzeuge upgraden wollen. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Die Fackeln können erstmal wieder weg. Ich glaube, so schnell will ich nicht wieder in die Mine. Die Mangrove Sticks haben da eigentlich gar nichts verloren, aber egal, die bleiben jetzt da. Und dann hätte ich unten ganz gerne, glaube ich, wieder den Speer und die Angel. Und der Rest ist fast egal, ne? Ja gut, Zeit fürs Bett. Mal gucken, was wir so gelevelt haben. Hunting lohnt in der Mine auf jeden Fall. Mining lohnt überraschenderweise in der Mine auch. War ganz ordentlich, auf jeden Fall. Gut, dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zugucken bis hierher, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.